Wenn es darum geht, deinen Drums mehr Punch im Mix zu verleihen, ist die Rede relativ schnell von Parallel Compression. Bei dieser Technik routest du eine Kopie deiner Drumspuren auf einen neuen Auxiliary Channel und bearbeitest diesen ziemlich heftig mit Kompression. Wenn du anschließend diese Spur wieder unter deine normale Drumspur mischst, hast du meistens eine Drumspur, die druckvoller klingt und mehr Energie hat. Allerdings ist die Parallelkompression kein Allheilmittel für schlecht klingende Drums, insbesondere nicht für schlecht aufgenommene Drums. Du solltest dir immer erst die Frage stellen, was für ein Problem haben deine Drums eigentlich? Was passt nicht bei dem Sound? Fehlt entweder der Punch, also der Smack, das Anschlagsgeräusch der Sticks? Fehlen deinen Drums Energie, also klingen sie lasch und undynamisch? Oder fehlt ihnen einfach die Größe in Form von Räumlichkeit? Um diese Probleme zu beheben, gibt es verschiedene Lösungen und nicht alle haben mit Kompression zu tun. Welche das sind, das zeige ich dir jetzt im Projekt. Los geht's! Okay, was du jetzt hier sehen kannst, ist das trockene Drumkit bzw. das gemischte Drumkit, das hier vorliegt. Das Drumkit selber hat hier schon so gut geklungen, dass ich gar nichts mehr groß habe machen müssen. Ich habe hier nur die Toms gegatet und habe ein bisschen EQ bearbeitet bei der Kickdrum. Ich habe sie hier schon auf einen Gruppenbus oder eine Gruppenspur geroutet und die Plugins, die du hier sehen kannst, die sind im Masterfader, die habe ich schon angelegt im Zuge meines Top-Down-Mixing-Prozesses. Das heißt, ich mische den kompletten Mix dann durch diese Plugins hier im Masterfader durch. Hören wir uns das Drum jetzt zunächst mal so an, wie es jetzt klingt. Also haben die beim Recording schon richtig guten Job gemacht und das Drum klingt hier auch so schon richtig gut. Fangen wir jetzt mal an mit Möglichkeit Nummer 1 und das wäre, wenn du deinen Drums mehr Snap verleihen möchtest. Mit Snap meine ich, wenn wir die Anschlagsgeräusche der Trommeln verstärken wollen, also wenn der Stick auf das Trommelfell einschlägt, dass wir diesen Snap mehr rausholen. Dazu lege ich mir jetzt hier einen Bus an. Und ich schicke in diesem Fall jetzt nur die Trommeln auf diesen Bus, also nicht die Hi-Hat oder die Raummikrofone oder die Overhead-Mikrofone, weil da werde ich nicht viel Snap bekommen, sondern ich möchte einfach diesen Trommeln jetzt mehr Snap verleihen, dass wir, wie gesagt, dieses Anschlagsgeräusch hier vorholen. Ich sende jetzt eine Kopie aller Trommeln auf Bus 2, das wäre der nächste freie und ich mache das hier Pre-Fader. Einfach aus dem Grund, wenn ich so ein Parallel Processing mache beim Schlagzeug, dann möchte ich diese Spur hier anlegen können und ich möchte, falls ich hier noch was verändern möchte, möchte ich nicht, dass ich hier dann alles nochmal nachstellen muss, deswegen Pre-Fader. Ich schicke jetzt also hier eine Kopie auf diesen Bus und das nenne ich jetzt einfach mal, ja, Punch Drums. Und die Kopie sollte jetzt hier auch schon dann zu hören sein. Ja. Wir haben also hier jetzt genau nochmal die gleiche Spur. Was ich jetzt als erstes mache, ist, ich mache einen EQ und nehme einen relativ hohen Low-Cut, hier bei 500, und suche mir jetzt hier oben Frequenzen, bei denen die Sticks, das Anschlagsgeräusch der Sticks typischerweise rauskommen. Das ist oft hier bei so um die 5000, fangen wir mal da an. Ein bisschen viel hier. So vielleicht. Okay. Okay. Also wir haben hier einen sehr großen, sehr hohen Low-Cut gesetzt und ich habe hier nochmal Frequenzen gesucht, wo ich dieses Stick-Geräusch oder diesen Snap besser rausholen kann und habe die extrem angehoben. Das ist ja jetzt hier nur eine Spur, die wir nachher dazu mischen wollen. Die klingt jetzt allein nicht besonders gut. Möchten wir nur dazu mischen, deswegen konzentrieren wir uns hier nur auf den Snap. Das zweite, was ich mache, ist, ich lade von Logic selber den Enveloper hier rein. Das ist so eine Art interner Transient Master oder Transient Designer. Du könntest auch einen Transient Designer laden, aber Logic hat hier diesen Enveloper und damit kann man das eigentlich auch gut machen. Was ich jetzt hier machen kann, ist, ich kann hier das Gain anheben von, ich hebe hier die Transienten mehr oder weniger an von diesem Drumkit
und kann hier ein bisschen rumspielen, so dass ich mehr Punch oder Snap hier raushole. Ich schalte ihn gleich mal zu. Extrem, ne? Also ich denke, du hörst es, man hört auch ein bisschen Hi-Hat mit dazu. Das kommt einfach über die Tom-Mikrofone oder über die Snare-Drum-Mikrofone mit dazu. Das kann ich jetzt nicht verhindern. Das klingt jetzt allein für sich ziemlich hässlich. Aber wir mischen es jetzt mal dazu mit diesem Schlagzeug hier, mit diesem normalen Schlagzeugbus hier. Also du hörst, da kann man ordentlich was raus. Und das war jetzt übertrieben. Ich habe es jetzt auch zu laut gemacht. Aber ich finde es schon beeindruckend, was du da an Snap rausholen kannst. Also wenn deine Drums jetzt zu wenig Snap haben und du möchtest dieses Anschlagsgeräusch besser rausholen, dann kannst du dir hier so ein, oder mehr Punch einfach, mehr Anschlagsgeräusch, dann kannst du dir so ein Punch-Drum-Bass über dieses Parallel Processing hier anlegen. Gut, gehen wir weiter zu Möglichkeit 2. Und das wäre das normale, die normale Parallel Compression. Dazu lege ich mir den nächsten Bus an und jetzt habe ich die Intention, dass ich hier mehr Energie aus dem Drumkit insgesamt raushole. Das heißt, ich möchte nicht nur den Snap oder das Anschlagsgeräusch betonen, sondern ich möchte insgesamt mehr Energie für das Schlagzeug haben. Und deswegen nehme ich jetzt alle Drumspuren. Wir senden die wieder auf einen neuen Bus. Es wäre in diesem Fall jetzt Bus 3. Schicke auch wieder von allem eine Kopie rüber. Wir machen auch wieder Pre-Fader. Ich schicke jetzt also alles rüber, auch die Raummikrofone, auch die Heads, auch die Overheads. Und wir nehmen das jetzt einfach Parallel Drums. So. Und was wir jetzt machen, ist eine ganz normale Parallel Compression. Ich nehme hier den Kompressor von Logic einfach. Und wir probieren mal mit verschiedenen Kompressoren hier rum. Wir haben ja hier verschiedene zur Auswahl. Und wir wählen jetzt relativ heftige Einstellungen und smashen das Drumkit mehr oder weniger hier richtig zusammen. Ich gehe hier nochmal, Moment. Was sind die hier? Stereo schalten. Hören wir uns mal an, wie das jetzt klingt. Normale Spur. Kompressor an. Komprimieren. Ohne Kompression. Okay, also heftige Kompression. Wir sind hier bei minus 20 dB oder bei 20 dB Kompression. Threshold sehr tief eingestellt, Ratio sehr hoch eingestellt und über das Make-up-Gain wieder reingeholt. Und hier mit dem Output-Gain ist so angeglichen, dass ich ungefähr die Lautstärke habe, die ich möchte. Auch das können wir, und du hörst jetzt, dass diese Spur hier sehr viel Energie hat. Das klingt zusammengesmashed, das hat einfach sehr viel Energie und klingt extrem aggressiv, diese Spur. Und allein für sich klingt sie jetzt natürlich auch nicht gut. Wir mischen sie jetzt auch mal dazu, zu unserem normalen Drumkit hier. We'll be right back.
Also du hörst sehr viel Energie, es klingt wesentlich unruhiger und aggressiver durch diese Parallel Compression hier. Ich könnte das jetzt auch so machen, dass ich das über diesen Mix-Button hier mache, indem ich den Kompressor einfach hier auf den Drum-Bass einsetze. Dieser Mix-Button hier unten, das haben viele Kompressoren. Da kannst du auch einstellen, wie viel von dem trockenen Signal du möchtest und wie viel von dieser Kompression du haben möchtest. Aber ich mag diese Buttons hier nicht so. Ich mag das nicht so sehr, das direkt im Kompressor zu machen, weil ich einfach, wenn ich das über einen Aux, über einen extra Aux anlege, habe ich einfach mehr Möglichkeiten, um das einzustellen. Deswegen benutze ich diesen Mix-Button in solchen Kompressoren eigentlich nicht so gerne. Das wäre also die zweite Möglichkeit, die Parallel Drum Compression so einzustellen, dass die Drums stark komprimiert werden und dass wir mehr Aggressivität rausholen können. Mehr Aggressivität und mehr Energie. Was natürlich auch möglich ist, ist, wir können das jetzt mischen. Ja? Wir können hier Punch dazugeben und wir können Parallel Compression dazugeben. Probieren wir es auch nochmal kurz. Also du hörst, wie sich der Klang schon sehr verändert und wie du durch so eine Mixbass-Bearbeitung die Drums einfach in eine aggressive Richtung schicken kannst, vielleicht rockiger oder in eine Richtung, wo die Drums einfach mehr Punch haben und mehr durch den Mix schneiden. Kommen wir zur dritten und letzten Möglichkeit. Das wäre, wenn du zum Beispiel keine Raummikrofone hattest, weil du einfach nicht mehr genug Eingänge hattest oder du hast kein gutes Raummikrofon. Nehmen wir mal an, die Drums sind nicht mit einem Raummikrofon aufgenommen worden. Ich zeige dir mal hier diesen Mono-Room, das ist der hier. Und wenn dieser Raum fehlt, wenn diese Raummikrofone fehlen, dann hörst du schon einen starken Unterschied. Also die sind extrem wichtig, um die Größe des Drumkits aufzuzeichnen. Und die Overheads sind ja mehr, um das gesamte Drumkit aufzuzeichnen. Und der Raum gibt wertvolle Informationen darüber, wie groß das Drumkit nachher auch sein soll. Ich schalte jetzt einfach mal das Raummikrofon stumm, damit du hörst, wie wichtig dieses Raummikrofon ist und was für einen Unterschied es macht, wenn keine Raummikrofone dabei sind. Ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, mache es erstmal ein bisschen lauter und dann schalte ich es stumm. Also das ist sehr wichtig, du hörst den Unterschied extrem, wenn die Raummikrofone weg sind. Also wir gehen jetzt davon aus, wir hätten keine Raummikrofone gehabt. Und was wir jetzt machen können ist, wir legen uns wieder einen Bus an. Ich nehme jetzt auch alles, schicke das wieder auf den Bus und wir simulieren jetzt dieses Raummikrofon. Und da schicke ich auch wieder alle meine Drumspuren drauf. Und das nennen wir jetzt einfach mal Drum Room. Und was wir jetzt machen, ist, wir legen uns einfach ein Reverb an und simulieren durch dieses Reverb den Raum. Leute, immer ein bisschen nervig hier, Stereo schalten. Wir simulieren jetzt also den Raum durch ein Reverb. Suchen wir uns eins raus. Welches nehmen wir denn hier? Recording Room, nehmen wir mal den einfach. Okay, das ist mir jetzt ein bisschen zu lang. Ich gehe mal hier zurück auf, ja, vielleicht auf so 400 Millisekunden oder 300. Und jetzt hören wir uns die Sache hier mal an. Was habe ich verschoben? So, okay. Ich schalte mal aus und dann zu. Okay. So kannst du also einen Raum simulieren, indem du deine Drums, in eine Kopie deiner Drumspuren auf so einen Bus schickst. Wenn dir jetzt zum Beispiel die Overheads oder irgendwelche Mikrofone in diesen Room-Bus, also in diesen Drum-Room-Bus hier, wo dein Reverb drauf liegt, wenn dir die zu heftig sind, dann kannst du natürlich auch einfach hier den Send ein bisschen runterdrehen und da weniger Anteil hinschicken und kannst dir das so recht genau einstellen, wie du es gerne haben möchtest.
Wenn du dich fürs Drummixing allgemein interessierst, dann schau dir doch einfach mal dieses Video an. Da zeige ich dir, wie du sehr, sehr schnell einen sehr guten Drumsound bekommen kannst. Das waren meine drei Mixbass-Tipps fürs Schlagzeug. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über einen netten Kommentar, einen Daumen nach oben oder einen neuen Abonnenten. Und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Tutorial. Bis dann!